Weiter geht es in Age of Empires 4 mit der Kampagne, dem Aufstieg Moskaus. Und wir machen weiter mit der fünften Mission, der Fall der Republik Novgorod. Und während Moskau sich dem Khan unterwarf, widersetzten sich einige der Rus gleichzeitig der Macht Moskaus. Die Republik Novgorod verteidigte ihre Unabhängigkeit bis zum letzten Mann. In dem Jahrhundert nach dem Überfall der Mongolen auf Moskau klammerten sich Dmitri Donskois Sohn und Enkel weiter an den Thron der Rus. Inmitten alter Feindseligkeiten und instabiler Bündnisse setzte es sich Dmitris Urenkel, Iwan III., zum Ziel, Moskaus Herrschaft auf die gesamte Rus auszuweiten. Doch da war eine unabhängige Republik, die Moskaus Streben nach Macht trotzte, das wohlhabende Handelszentrum Nowgorod. Der Fall der Republik Nowgorod. Iwan III. Plante, alle Gebiete der Rus unter der Herrschaft Moskaus zu vereinen, aber die unabhängige Republik Nowgorod wollte sich nicht kampflos unterwerfen. Und ja, damit sind wir schon im Jahr 1478 angekommen, als ihr merkt, ein ziemlicher Zeitsprung, der jetzt passiert. Begonnen haben wir ja 1238 und es wird noch bis 1552 vorangehen. Das ist also hier das Interessante dazu. Ja, dann schauen wir mal, was diese Handelsrepublik uns entgegenzuwerfen hat. Und starten direkt rein. Republik Nowgorod 1478. Im bitterkalten Winter des Jahres 1478 trat Iwan III. Vor die Tore der wohlhabenden Republik Nowgorod, der letzten unabhängigen Provinz der Rus. Mit seiner Armee aus verbündeten Ruskriegern würde Iwan nicht einhalten, bis auch Nowgorod zu Moskau gehörte. Ups. Zuerst musste er die umliegenden Städte Kuklino und Solzoy erobern, die jeweils von Widerstandskämpfern verteidigt wurden. Frühe Ritter haben wir auch, okay. Mach hier ein bisschen was zusammenlegen, bitte. Was ist denn das für eine Reichweite, die wir hier sehen? Das ist mal meine 1, das ist meine 2. Kriegermönche immer mal ein bisschen lieber hinten lassen. Das sind die Waffenknechte. Dann seid ihr die 3, ihr seid die 4. Du bist die 5. Iwan III., was hat der für Fähigkeiten? Bringt verbündete Gebäude in der Nähe dazu, 15 Sekunden lang schnelle Einheiten zu produzieren und Technologien zu entwickeln. Das bringt uns leider im Kampf gar nichts. So, erobern Sie. Okay, wir sollen 2 Städte erobern. Dann rücken wir erstmal langsam vorwärts. Erstmal ein bisschen spähen mit der Kavallerie vielleicht. Ja, okay, da ist die Armee. Geht sie durch zurück, Alter, zurückziehen. Okay, wir töten hier schon alles sehr erfolgreich. Aber wir mussten nur die Feinde vernichten, alles klar. Iwan fegte den Widerstand in Kuklino beiseite und konnte das Dorf nun nutzen, um seine Armee zu verstärken. Hervorragend. Dann geh doch gleich mal hier runter. Holen wir uns gleich mal hier das Upgrade. Und wir brauchen mehr Nahrung auf jeden Fall. So, weil die Nahrung hier bringt eigentlich jetzt nicht sofort so viel. Geht mal hier lieber näher ans Holz ran. Nicht genug Rohstoff. Ich bin schon im dritten Zeitalter. Okay, hier könnten Feinde kommen. Ich weiß nicht, was rechts von mir ist. Das werde ich mal erkunden. Nicht zugänglich. Ach, krass. Wirklich? Okay. Nicht zugänglich. Interessant. So, genügend Siedler rekrutieren auf jeden Fall. Wo haben wir hier
Haben wir hier Gold irgendwo noch zugänglich? Auf jeden Fall schon mal viele Häuser. Ja, uns fehlt aber gerade Gold. Komm mal hier runter. Erkunden wir mal hier kurz noch die Region, bevor wir hier irgendwie weiter voranstoßen möchten. Beziehungsweise, warte mal, hier mein Ivan. Schneller Einheiten zu produzieren. Das müsste doch dann auch fürs Dorfzentrum gelten, oder? Dass ich meine Wirtschaft schneller hinbekomme. Oh, weg, weg, weg. Kavallerie, weg. Nicht da einfach so sterben. Mein Kriegermönch darf nicht sterben. Zieh dich zurück. Pack ich dich mal auf die 6. Du darfst nicht sterben hier, mein Freund. Nein, du kannst sie natürlich alle heilen. Gerne. So. Geht das jetzt hier schneller? Tatsächlich. Wow, eine Sekunde. What the hell? Wie krass. Okay, die Fähigkeit ist ja richtig stark. Da können wir eine Wirtschaft innerhalb kürzester Zeit aufbauen. Gefällt mir. Sehr gut. Und hier unten können wir weitermachen. So, na komm. Mehr Siedler. Jetzt ist es wieder langsamer, okay. Arsenal, das ist nur in der Kampagne verfügbar, das Arsenal, oder? Habe ich irgendwas übersehen? So, hier bauen wir nochmal was hin. Nicht schon wieder die Kavallerie. Die wollen es aber auch echt wissen, ne? Die wollen es echt wissen. Okay, wir brauchen mal... Geht sie durch zurück? Oh ne, jetzt ist mein Kriegermönch gestorben, oder? Mann. Ja. Okay, ich packe euch mal dann dafür jetzt auf die 7. Die wollen hier wirklich Druck machen, ich merke das schon. Nochmal ein paar Speerkämpfer bitte mit reinmischen. Gold ist halt gerade unser Problem. So. Hier gibt es eine Reliquie. Oh, das wäre hilfreich. Das wäre sogar sehr hilfreich. Genau. Es gibt ja noch kein Kloster, wenn ich das richtig hier sehe. Dann baue ich mal schnell eins, bitte. Dann können wir auch wieder Kriegermönche holen. Wir brauchen natürlich auch noch mehr. Beziehungsweise hier nutzen wir doch gleich wieder die Fähigkeit von ihm. Ich dachte schon, wir werden schon wieder angegriffen. Wir bauen jetzt mal weitere Kriegsgebäude. 2. Und noch das hier. So. Oh je, wir werden schon wieder angegriffen. Oh, das wird jetzt schon ein knapperer Kampf. Die setzen uns hier gerade wirklich unter Druck. Ja. Das Gold hier funktioniert natürlich nur sehr langsam. Gibt es hier noch Rehe, die ich nicht gesehen habe? Ich glaube leider nicht. Dementsprechend baue ich mal hier noch einen Holzfäller hin. Und wir bauen nochmal hier einen Holzfäller hin. Oh oh. 7 zurück. 7 zurück. Zieht euch zurück. Okay, dann greift nochmal hier die Bogenschützen an, bitte. Jetzt haben wir schon wieder keine Rehe übrig. So, ihr geht alle aufs Holz, weil wir gerade nicht genügend haben. Okay, wieder ein bisschen zurückziehen. Ich bräuchte dringend mehr Gold. Bauen wir mal noch irgendwo
mal hier vielleicht. So. Ich meine, die Jagdhütten bringen uns ja Gold, je nachdem wie nah sie in der Nähe von Holz auch sind. Deswegen. Oh je, schon wieder. Die kommen echt häufig. Mit ihren Angriffen. So, jetzt mal wieder einen Kriegermönch hier, bitte. Vor allem auch für die Reliquie, die muss ich mir mal schnell noch sichern. Drei. So. Können jetzt hier mal noch ein paar. Zwei, drei, vier, sieben. Gehen wir mal noch hier runter. Drei, vier, fünf, sechs von mir aus. Ich muss jetzt noch eine Schmiede auf jeden Fall bauen. Für wichtige Upgrades. Schmiede. Das Arsenal. Und noch mehr Gebäude hier. Dass das alles ein bisschen schneller vorangeht, bitte. So, Schmiede. Fehlt mir natürlich das Gold. Da gibt es aber neue Technologien. Die sind nicht normal. Okay. Sehr interessant. Komm, nimm die doch. Dankeschön. Oh, das könnte ich natürlich hier auch super gut nutzen, falls die wieder angreifen. Stelle ich mich jetzt einfach hier wieder auf. Und dann kann ich bekehren. Nee, ich kann ja mit denen gar nicht bekehren, ne? Schade. Bringen wir die mal da rein. Und Upgrades wollte ich mir noch holen. Ja, jetzt sieht es langsam ein bisschen problematischer aus. Die machen gerade meine Armee down. Rückzug. Rückzug. Gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Dann komm mal hierher. Ich brauche schnell Truppen. Jetzt können wir deine Fähigkeit hier auch nutzen. Das ist jetzt super hilfreich, diese Fähigkeit, muss ich gestehen. Schnell, schnell, schnell. Ich brauche jetzt mehr Nahrung. Gehen wir mal vom Holz ein bisschen weg. Gehen noch hier rüber hin. So. Geh zurück, zurück, zurück. Das sitzt uns hier echt krass unter Druck. Ich muss noch ein paar Siedler auch rekrutieren wieder für eine starke Wirtschaft. Ich bräuchte auch vor allem wieder Kavallerie. Mir fehlt einfach gerade die Nahrung. Machen wir es mal so. So. Und ich habe, glaube ich, jetzt genug für Nahrungsupgrades. Sehr schön. Okay, ich habe den Angriff abgewehrt, aber mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein. Ich brauche vor allem was gegen die Kavallerie von denen. So, du kommst mir mal gleich her auf die 8. Heile die, aber dann ziehst du dich wieder zurück. Bist eine wertvolle Einheit. So, heieieiei. Wahrscheinlich sollten wir möglichst schnell diese Stadt da drüben noch erobern, aber da bräuchten wir auch noch Rammböcke. Und wir brauchen einfach noch mehr Gold. Das heißt,
Noch mehr hiervon bauen, bitte. Jetzt da oben. Da ist ja noch Holz. Wir werden schon wieder angegriffen. Ja, beschleunige das mal bitte eben. Du sollst dich doch zurückziehen, habe ich gesagt. Lassen wir sie mal ruhig kommen hier. Ich liebe diese Fähigkeit jetzt schon. Das ist ja fast, das ist ja besser als H3 sozusagen, wie schnell man da Einheiten bekommt. So, jetzt brauche ich mal dringend Kavallerie. Okay, Angriff. Wir haben auch eine heilige Stätte, die ich einnehmen kann, fällt mir gerade auf. Die muss... Kann ich die mit einer Reliquie einnehmen? Ich glaube, die muss ich mit einer Reliquie einnehmen, oder? Wie war das? Mach das selbst so selten. Schmiede wollte ich doch gucken. Nahkampfschaden. Nahkampfrüstung. Holen wir uns mal Nahkampfrüstung. Nehmen wir mal das hier ein. Und noch mehr Siedler bitte produzieren. Wenn ihr damit fertig seid, baut ihr einfach noch ein paar Häuser. Dann sind ja hier noch Wildtiere, die wir ebenfalls noch nutzen sollten. Ja, wir werden natürlich schon wieder angegriffen. Okay. So, ja, vernichten noch hier bitte. Gab es jetzt noch hier diese Belagerungssachen? Nee, ne? Wo ist denn das Arsenal? Habe ich das jetzt gebaut? Hier unten. Fernkampfschaden aller Gebäude. Erhöht die Fernkampfrüstung, das ist wichtig. Nicht so wichtig. Bogenschützen erhalten zwei Felder Angriffs. Bei Angriffen, Feuerschaden. Oh, das ist aber sehr teuer. Bogenschützen höhere Reichweite, Fernkampfschaden aller Gebäude und Einheiten. Dann das nehme ich auch. Ich glaube, unsere Armee ist mittlerweile auch groß genug. Unsere Wirtschaft ist auch mittlerweile echt gut. Dass wir uns da nicht beschweren können. Mittlerweile können wir auch fast nirgendwo mehr sinnvoll was hinbauen. Hier noch. Und hier noch. Das gibt uns ja Gold. Habe ich die jetzt... Verliere ich die wieder? Nee, ne? Ich kann jetzt das hier zurückbringen. Mir fehlt einfach nur das Gold aktuell. Deswegen kann ich auch nicht auf Ritter gehen. So. Aber wir pushen da jetzt mal vorwärts. Oh, oder auch nicht. Ja, dann. Kennen wir es ja schon. Kann er sich nicht selbst heilen? Einmal kann er sich selbst. Okay, das ist jetzt der Moment auf jeden Fall, um anzugreifen. Jetzt pushen wir mal vor. Kavallerie mit her. Vielleicht kann ich da schon mal die abschießen, bitte. Kavallerie wäre jetzt hier super, wenn wir einfach durchbrechen gleich. Genau, Kavallerie stürmt und regelt hier. Und Kavallerie zieht sich zurück. Puh, das ist eine große Armee. Und Kavallerie darf darüber.
Rüber, rüber, rüber. Und Angriff. Boah, Alter, was sind das für Horden, die da aufgebaut haben mittlerweile? Ich brauche gleich wieder die Spezialfähigkeit. Diesmal nutze ich sie hier. Einfach neue Bogenschützen. Ist halt kämpfen und nicht dahin laufen, Leute. Was macht ihr denn? Okay, 6 Untätige. Kann ich das da nicht hin? Das ist ja blöd. So, jetzt sieht's aber gut aus. Komm, jetzt tötet ihr mal alle. So, meine Armee ist auf jeden Fall riesig. Ich nutze jetzt, glaube ich, gleich ihn nochmal für hier unten. Nahkampfschaden holen wir mal auch. Ah, Spiel wird gespeichert. Ah, die Stadt gehört uns. Hervorragend. Ach, hier wäre jetzt sogar noch ein Arsenal. Iwans Truppen eroberten die zweite Stadt und entwickelten einen Plan, um Nowgorod für Moskau zu sichern. Um die reiche Hauptstadt zu erobern, müsste Iwans Armee erst die Volksmiliz Nowgorods besiegen. Oh, okay. Mehrere Schritte also, alles klar. Was mache ich mit euch? Gewöhnliche Bürger hatten zu den Waffen gegriffen, um ihr Land gegen den Einfall Moskaus zu verteidigen. Doch ihnen fehlte die Ausbildung und Ausrüstung für eine offene Feldschlacht. Bauen wir jetzt einfach hier mal die neue Basis Wenn auf. Iwan sein professionelles Heer halten konnte, würde die Bürgermiliz aus Nowgorod keine große Bedrohung darstellen. So. Ich weiß nämlich schon, ich platziere den dann schön da in der Mitte. Dann kann ich hier richtig Armee rauspumpen, wenn es notwendig wird. Habe ich jetzt nur 2 Ställe? Ne, 3, da hinten ist noch einer. So. Als Iwan seine Armee für die bevorstehende Schlacht wappnete, griff die Bürgermiliz von einem Stützpunkt im Nordosten an. Oh, ich habe ja viele Bogenschützen. Kann ich ins nächste Zeitalter? Ja, kann ich. Bergfried, Produktionsdauer von Belagerungsmaschinen, Belagerungswerkstatt in der Nähe um 50% bietet Belagerungstechnologien. Dann baue ich das doch lieber da oben, würde ich sagen. Die hohe Rüstungskammer. Habe ich denn hier Belagerungs... ich habe eine Schmiede. Das Arsenal. Bogenschützen. Das machen wir mal alles. Schmiede. Ausbildungszeit können wir auch nochmal verringern. Ja, wir haben keine Belagerungsdings, die ist dabei. Ist aber nicht so schlimm. Das heißt, ich sollte es irgendwo bauen, wo ich dann was nachbauen kann. Machen wir es mal hier. Ah, meine Armee ist das schon vorgerückt. So. Wie hoch ist dein Radius? Oh, der ist perfekt für das hier. So. Komm mal noch davor. Und wir bauen hier sogar noch ein paar mehr. Weil Infanterie ist auch super wichtig, wenn die so viel Kavallerie haben. Sehr schön. Und dann wird hier schon geaged. Dann können wir uns die ganzen Upgrades dann noch holen, wenn es soweit ist. Nahrung-Dings habe ich genug auf jeden Fall. Ich kann noch eine Jagdhütte vielleicht hier bauen. Noch irgendeine Jagdhütte, die irgendwo Gold bringen könnte. Ich glaube, mittlerweile habe ich echt... Ah, hier geht's doch noch. Noch nicht alles abgekrast. Hier oben kann ich auch noch was hinbauen. Ich habe wahrscheinlich schon längst die... Das Wichtigste irgendwie... Wie viele Siedler habe ich überhaupt? 92, ja, ist in Ordnung. Ich
meine, unsere Wirtschaft ist so stark. Genau, wir werden... Ach ja, Holz. Müssen wir mal hier ein bisschen nachbauen. Nicht, dass ihr hier die ganze Zeit so dämlich lauft. Meine Holzsiedler. Bauen wir mal hier noch einen Holzfäller hin. Und natürlich hier noch einen Holzfäller. So. Da kommt der nächste. Ich hab so viele Bogenschützen. Können aktuell ganz gut hier durchdrücken. Ich habe aber keine Kavallerie mehr, ne? Erstmal Bogenschützen upgraden. Das upgraden. Reiter upgraden. Ein paar Reiter bitte produzieren. Viel zu viele Bogenschützen hier. Kann ich gerade gar nicht beschützen. Ja, rücken wir mal langsam weiter vor, würde ich sagen. Ah, die sind schon besser gerüstet hier. Okay, wow. Sind ein bisschen sehr stark. So. Ja, komm, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Ziel. Ah, doch, die Universität wäre nochmal wichtig. So, und hier bauen wir jetzt Belagerungssachen außen herum. 1, 2, 3, 4, sollten reichen. Packe ich das auf die 4. Ihr sollt doch da hochkommen. Ihr könnt ja gar nicht mehr eingebaut sein, ist das. Ach, hier gibt's sogar Gold, Leute. Stein, Goldsammelrate. Ja, dann kommt mal mit aufs Gold. Weil dann hole ich mir doch auch noch das. Dann hole ich mir doch lieber noch ein paar Ritter. Um ehrlich zu sein. So, dann vernichtet hier doch mal alles. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Brauche mal ein paar Ritter jetzt auch. Wobei, so viel. Ich brauche nicht so viel Armbrustschützen. Bogenschützen. Lieber mehr davon. So. So, ziehen wir hier ein bisschen nach. Hier ein bisschen nach. Und ein paar Bogenschützen kann ich auch, denke ich, wieder nachproduzieren. Passt. Passt soweit. Das Gold hier nutze ich. Sehr gut. Hier geht alle aufs Gold. Mangonell. Bauen wir mal die Mangonellen hier noch her. Und wir bauen wieder ein paar Bogenschützen. Mit den Belagerungswaffen können wir dann, denke ich, den Rest erledigen. Ritter kommen hierher. Hier kommt man noch hierher. So, Belagerungswaffen sind auf dem Weg. Was haben wir hier für Upgrades? Reichweite von Rücken, das bringt uns nichts. Ramböcke bringen uns nichts. Triebwerke und Manken geschieht ohne Verzögerung. Das ist noch nicht schlecht. Wir haben Bevölkerungskapazität mal wieder erreicht. Universität ist auch noch wichtig. Schießpulver haben wir jetzt erstmal nicht. Erhöht die TP aller Kavallerieeinheiten um 20%. Was nehmen wir denn da? Transportmittel? Nehmen wir mal das erst. Novgorods natürliche Goldvorkommen waren erschöpft. Doch Iwans Streitkräfte konnten als Einnahmequelle auch Jagdhütten in den Wäldern der Umgebung errichten.
Okay, greifen wir hier jetzt stärker mit an. Triebwerk ist in den Bau. Ah ja, das Gold ist weg. Leider. Richtig. Bauen wir hier noch ein paar. Sollte uns auch wieder genügend Gold bringen fürs Erste. Okay, dann rücken wir hier mal weiter vor. Na, ihr beiden, schießt mal auf diesen Stützpunkt jetzt. Vernichtet den Militärstützpunkt. Elite-Reiter und Elite-Reiter. Wieso kann ich euch nicht zusammennehmen? Oh oh, neue Armee. Neue Armee. So, hier ein paar neue Truppen. Bis jetzt musste ich die Spezialfähigkeit gar nicht nutzen. Ja, vernichtet mal das hier, Triebwerke bitte. Habe ich nicht irgendwo noch Truppen? Ich habe einfach so viele Siedler. Ja, meine Elite-Reiter können auch mal mitkommen, genau. Sehr schön. Zerstört ihr eigentlich das hier wirklich? Ja. Okay, Angriff. Mehr Reiter bauen, einfach weil die mit die stärkste Einheit sind. Vorrücken. Was soll ich denn da als nächstes hin? Muss ich das alles vernichten? Ich glaube schon, ne? Muss ich das Dorfzentrum hier vernichten? Nee, wir sollen nur die Milizsoldaten vernichten, nicht die Gebäude eigentlich. Komm, wo sind das? Sind bestimmt noch irgendwo feindliche Truppen. Wo sind denn jetzt hier noch Feinde? Zwingen Sie die Milizsoldaten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wo. Vielleicht muss ich doch das Dorfzentrum zerstören. Oder kann ich noch diesen Stützpunkt? Ne, der ist ja zerstört. Keine Ahnung, ich schicke jetzt mal die Kavallerie da links hoch. Kann ich da noch. Ah, hier ist noch die Armee. Alles klar. Da sind noch Feinde. Ich sollte hier vorrücken. Na gut, vielleicht nicht im Speerkämpfer gleich, aber jetzt. So ein paar in die Bogenschützen rein. Und sehen wir hier ein paar neue Einheiten. Vor allem aber Kavallerie, bitte. Dankeschön. 'Sehr gut, hier haben wir alles vernichtet. Rücken wir weiter vor. Es läuft ganz gut mit Novgorod. Trotz ihrer Unterzahl konnte die Moskauer Armee die gewaltige Bürgermiliz bezwingen. Richtig. Nun würde Iwans Heer gegen das Machtzentrum der Republik marschieren, die Hauptstadt Novgorod. Sind hier schon Feinde? Nee, noch nicht. Ich bin am Überlegen noch. Mir noch ein paar Upgrades zu holen, auf jeden Fall. Speerkämpfer erhalten Angriffsgeschwindigkeit, mehr Schaden. Sturmangriff von Rittern, ja, das wäre wichtig. Ich kann ja einen Marktplatz mal bauen, wo ich wenigstens ein bisschen was tauschen könnte. Marktplatz. Bin ich blind? Gibt's keinen Marktplatz in dieser Mission? Nö. Gibt keinen Marktplatz, ich komme sonst nicht an mehr Gold ran. Oh, okay. Na gut. Ja, dann rücken wir doch mal langsam, aber sicher vorwärts nach Novgorod, der Hauptfestung, mit Mauern, glaube ich auch. Oh, nicht in die Speerkämpfer reinrennen, Freunde. Das muss nicht sein. Das
Mehr Bogenschützen, mehr von euch. Bräuchte fast noch einen dritten Tribok dann vielleicht. Das wäre nicht schlecht. Jetzt habe ich hier natürlich lauter Untätige. Die Moskauer Armee zerstörte die Außenmauer und drang in die Stadt ein. Im Herzen der Hauptstadt befand sich das strahlende Symbol der Unabhängigkeit Nowgorods. Die Wietsche-Glocke. Ivan würde sie zerschmettern. Jawohl, das ist der Plan. Die Wietsche-Glocke, da müssen wir uns jetzt erstmal hinbewegen. Es ist noch ein Weg dort. Dann ist jetzt erstmal hier der Vorort. Die Kavallerie ein bisschen zurück. Bogenschützen hier angreifen. Verdammt. Viele Feinde. Terlizen. Ach, da brauche ich die Chemie tatsächlich dafür. Okay. Gab's nicht noch in der Schmiede irgendwas Wichtiges? Ja, das müssen wir mal alles noch upgraden hier. Genau, greift da an. Perfekt. Es wurde soweit alles vernichtet. Okay. Hier kommen noch Soldaten nach. Wir brauchen aktuell ihn gar nicht mehr mit seiner Spezialfähigkeit. Da oben links sind noch Truppen. Das sollten wir mal noch töten. Bevor wir hier weitermachen. Halt nicht so viele Ritter, ich will noch die Upgrades mir eigentlich holen. So, hier stürmen wir auf sie zu. Beziehungsweise, was ist denn hier hinter? Wo kommen denn die Steinmauern dann? Hab ich jetzt... Ah, hier sind noch Feinde. Okay, hier töten wir mal alle. Wir rücken vor. Hier kommt schon der Nachschub wieder an Truppen. Und wir rücken weiter vor. Jetzt kommen die starken... Okay, jetzt kommen die starken Steinmauern. Ein Kloster gab es das hier zufällig eigentlich. Weil jemand, der jetzt meine Einheiten heilt, wäre auch noch sehr hilfreich. Hier hin. Und ich habe doch auch ein Kloster gebaut. Da hole ich mir noch ein paar Upgrades. Genau. Lass den mal hier nicht einfach töten, Freunde. Während die Triebwerke noch schießen. Boah, die brauchen natürlich Ewigkeiten, die Triebwerke hier diese Steinmauern einzureißen. So. Aber es läuft doch bis jetzt sehr erfolgreich. Wir können uns nicht beschweren. Hier sind ja noch Truppen. Alles nach Norden, hallo? Nicht stehen bleiben. Alles nach Norden. Ah, die werden halt wahrscheinlich nie ausgebildet. Wir können mal ein paar Siedler töten, tatsächlich. Weil die brauchen wir jetzt am Ende nicht mehr. Ich glaube, wir haben da genug Ressourcen. Zack. Mehr Truppen ist sehr hilfreich. Zum Beispiel ein weiterer Tribok und so weiter. So, machen wir hier noch ein bisschen weiter. Es ist schön, wie man aus der Ferne einfach jetzt hier diese Mauern zerstören kann mit Triebböcken. Und sie schicken nichts dagegen. Die Animationen sind schon cool. Vorwärts. Zerstört es. Der Turm ist zerstört. Oh, da kommt jetzt eine Armee. Oh.
So, hier töten wir die hoffentlich alle. Hey, wo läufst denn du hin? Da sind noch Feinde. Hey, wir können hier durchbrechen. Oder? Alle rein. Ah, da ist schon die Glocke. Naja, dann. Auf geht's. Hier geht er mal bitte mit rein. Da machen wir jetzt nochmal ein paar Reiter. Alles, was halt notwendig ist. So, vorwärts. Die Bogenschützen machen eine gute Arbeit. Das ist also die berühmte Wetsche-Glocke. Das Dorfzentrum. Das wird jetzt von uns vernichtet. Novgorods imposante Wetsche-Glocke erklang zum letzten Mal und verkündete das Ende der Unabhängigkeit der Republik. Sehr schön. Wohlgemerkt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Wir haben es geschafft. Novgorod wurde erobert. Das moskowitische Reich. Als die Feuer von Moskaus Zorn sich durch die verschneite Stadt fraßen, zerfielen die letzten Überreste der mächtigen Republik zu Asche. Die Vision Iwans des Dritten, alle Macht in Moskau zu bündeln, war beinahe vollständig verwirklicht. Sehr schön, wir haben es geschafft. Iwan der Dritte, mächtiger Herrscher Moskaus. So, ja, 1478 war das, liebe Zuschauer. Mit Nowgorods Unabhängigkeit war es vorbei. Die Ländereien und Reichtümer der Republik fielen jetzt Moskau zu. Und wie es beim nächsten Mal weitergeht, das seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da. Schaut wie immer auch gerne in meine anderen Videos rein. Multiplayer, Videos, Nationenvorstellungen, Tutorials, Tipps und Tricks, Livestreams. Alles Mögliche, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.